Diese Hunde sind etwas ganz Besonderes. Sie sind Therapiehunde. Seit 2006 werden im Verein Reha-Hunde Deutschland diese speziellen Helfer ausgebildet. Sitz des Vereins ist Kamin im Landkreis Rostock. Die Hunde begleiten zum Beispiel autistische Kinder oder werden Anfallswarnhunde für Epileptiker. Ob ein Hund ein Reha-Hund werden kann, zeigt sich recht früh. Also unsere Hunde werden angekauft, dann gehen die in Patenfamilien und ein Jahr aufgezogen. Und in diesem Jahr schaut man eben halt, wo sind die Stärken und die Schwächen des jeweiligen. Ist wie bei den Kindern, die kommen in die Schule, kann nicht jeder Tierpfleger werden oder Arzt werden. Man muss immer schauen, wofür der Weg des jeweiligen dann hin. Ne? Und dann schaut man, welchen Beruf kann der jeweilige erlernen. Und dann kann man die Stärken und die Schwächen des jeweiligen Hundes dann auch nutzen für diese Sache. Am Dienstag wurde ein neues, sehr spezielles Projekt des Vereins vorgestellt. Dafür war nicht nur der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Stein nach Steffenshagen bei Bad Doberan gekommen, sondern auch fast die komplette Führungsriege verschiedener Bundeswehrstützpunkte im Land. Der Hintergrund? Die Reha-Hunde können Soldatinnen und Soldaten helfen, die mit posttraumatischen Belastungsstörungen aus dem Einsatzgebiet zurückkehren. Die Vorstellung des Projektes wurde kurzfristig von Kamin nach Steffenshagen verlegt. Denn hier soll es möglich werden, dass betroffene Einsatzkräfte vor Ort mit Hilfe der vierbeinigen Helfer therapiert werden können. Und jetzt geht es darum, eben dieses Objekt eventuell zu erwerben durch den Verein oder durch eine andere Trägerschaft, um hier Wohnungen unterzubringen, um hier wirklich Therapiemaßnahmen in einem geschützten Bereich, einem geschützten Umfeld machen zu können. Und das ist so konkret, wie wir hier stehen. Also ich habe auch vor 4 Tagen erfahren, dass es um dieses Objekt gehen könnte. Und daraufhin haben wir dann auch ganz spontan den Wechsel des Standortes für diese Veranstaltung vorgenommen und sind eben hier gerne nach Steffenshagen gekommen. Finanzielle Aspekte müssen noch geklärt werden. Doch allein die Anwesenheit des Bundeswehrführungsstabes zeigt das Interesse der Armee an diesem Projekt. Erste Soldaten bilden auch schon ein Team mit ihrem Hund. Die Reha-Hunde können beispielsweise ihren Schützling bei einer Panikattacke aus der Situation herausführen. Die Hunde spüren, wenn es den Menschen schlecht geht. Und sie können die Soldaten zum Beispiel aus Albträumen aufwecken oder zum Beispiel aus Menschenmengen herausführen, wenn die Soldaten Panik haben. Ne? Oder Soldaten brauchen Freiraum, mehr Freiraum als alle anderen zum Beispiel, wenn die irgendwo anstehen. Das geht nicht, dass der Nächste so dicht drauf rückt. Und der Hund kann sich dazwischen stellen zum Beispiel und splitten. Ne? Also den Nächsten nicht so dicht drauf lassen und ja, man fühlt sich da einfach wohler. Mit etwas Verspätung traf auch der parlamentarische Staatssekretär des Verteidigungsministeriums, Thomas Silberhorn, in Steffenshagen ein und informierte sich vor Ort über die Einsatzmöglichkeiten der Reha-Hunde. Auch wenn es hier speziell um traumatisierte Bundeswehrangehörige ging, die Möglichkeiten gehen weit darüber hinaus. Noch weit darüber hinaus betrifft es eigentlich jeden Menschen, der in eine unverschuldete Unglückssituation geraten kann, ob das ein Lokführer ist, dem ein Selbstmörder vor die Scheibe springt oder ob das Polizisten sind, die im Einsatz schlimme Dinge erleben, Feuerwehrleute, die verbrannte Leichen sehen, Sanitäter, aber auch ein Lkw-Fahrer, der vielleicht ein radfahrendes Kind überfahren hat und damit nicht klarkommt. Also all solche Sachen, all solche Fälle können natürlich in solche Therapiemaßnahmen aufgenommen werden. Und der Hund ist ein Aspekt, aber sicherlich ein sehr starker. Die Ausbildung zum Therapiehund ist übrigens nicht hunderassenabhängig. Der Charakter des Hundes ist entscheidend. Dennoch werden häufig Hunde ausgebildet, die eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung haben, wie Labrador oder Golden Retriever. Ansonsten besteht die Möglichkeit, dass die Soldaten, die sich sowieso schon oft ausgegrenzt fühlen, den Schritt zurück in die Gesellschaft nicht schaffen.